Also rumkriegen wird ja irgendwie auch immer aufwendiger. Jetzt haben wir eine Nummer, ein Höschen und einen Multipass. Nur hier, um ein Date mit Normal Rocky Chance zu kriegen. Robotic Buddy. Ich bin mal gespannt, ob wir da Hashtag Laserboobs. Ich bin mal gespannt, ob wir hier dieses Mal weiterkommen. Wir nehmen mal den Spreadshot wieder. Und die Slow-Mo. Und dann mal gucken, wie es läuft. Also irgendwas wird laufen, das ist klar. Nur was und von wem und welche Körperflüssigkeit. Aber es ist wieder andere Musik. Oh, was? Was? Warum fliegen hier Teile rum? Glaub, Madame hat schon angefangen, sich auszuziehen. Was? Nein, ich habe gedacht, den kriege ich noch. Ich bin so blöd. Okay, ja, das ist ein bisschen voll. Vielleicht ist der Spreadshot gar nicht so schlecht. Oh, oh, da schießt irgendwas. Alter Schwede, hör auf damit. Wow. Was für ein Abwehrmechanismus. Warum müssen die sich alle erst so dran stellen? Am Ende wollen sie es ja doch. Boah, aber die Mucke ist übelst geil. Oder? Kann man schon so sagen. Und wir haben hier auch gar keine sonstigen Gegner. Wow. Oh, wir schießen Parts von ihr weg. Wow. Das ist fies. Geh weg. Geh weg. Hör auf mich zu schießen, Mädchen. Ich will dir nur gut. Glaub mir das. Aber wir haben hier... Wow. Die macht mich fertig hier mit ihrer Lasergun. Und ich kann sie nicht killen, weil die Gegner im Weg sind. Scheiße. Scheiße. Boah. Und dann fahre ich doch rein. Geil. Also wir haben wirklich keine normalen Gegner hier, finde ich gut. Also das ist komplett auf die Tussi angepasst, auf dieses Androiden-Thema. Wir haben wirklich nur diese Teile von irgendwelchen Teilen, die hier irgendwie sich rumteilen, aber das hat natürlich schon eine Schwierigkeit, wenn man... Was? Oh nein, Commander Diggers, it's back. Das hat natürlich schon eine Schwierigkeit, wenn man dann dran denkt, dass man ja hier diese Laser noch hat, diese Laser, der kann mich zerstampfen. Damit habe ich nicht gerechnet. Hau ab. Ja, ja, mach mal, dann stampf mal schön. Wow. Junge. Kann ich jetzt irgendwie sehen, wann du da wieder rumstampfst? Genau, ja, ja, es ist klar. Immer dann, wenn man es erwartet. Aber er ist eigentlich schon down. Treasure Road to 69. Nettes Achievement. Überhaupt, dass die Jungs und Mädels das so durchziehen, muss man ihnen doch schon zugute halten, doch? Girl Unlocked, Sergeant Chikara. Das klingt ein bisschen wie Chicory. Ich bin nicht so sicher, ob ich das mag. Aber Limecoat. Ja, ich würde sagen, ich gehe dir mal auf den Leim. Mit dem Justice Laser. Are you ready? Eieiei. Was sind das für eine schräge Klamotten? Wo ist denn oben und unten? Was macht die? Was ist das? Ah! Wie fies. Ja, okay, Scheinwerferlicht. Nice, da will ich eigentlich nicht hin. Was geht denn hier ab? Ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Das ist zu viel. Alter, was ist mit ihr nicht richtig? Schild brauche ich, werde ich brauchen, ja.
Alter Schwede. Man muss sagen, manche Mädels sind doch schon relativ knackig. Also nicht nur die Mädels, sondern auch die Investigation. Nein, Warning. Ich habe nichts gemacht. Ich war's nicht. Ah, scheiße, da ist wieder Gegneralarm. Gegneralarm. Diese Lachgesichter, das ist kein Nimm 2. Das ist nicht richtig so. Geht's noch bei euch? Ich habe aber kein, ich habe kein Special Ready. Ich sehe es nicht. Okay, doch. Ich hab's gerade. Alter, was ist denn da los auf dem Bildschirm? Das ist doch nicht richtig. Was passiert denn hier? Aha. Aber es ist schon, also es zieht schon an, stellenweise. Ich fand die ersten Mädels jetzt eigentlich noch relativ easy peasy. Ich komme nicht an den Rocket Launcher. Achso, die letzten, alter Schwede. Ein Hoch auf den One-Hand-Mode. Autsch. Weg damit, es sah hässlicher aus als die Gardinen von meiner Oma. Oh je, 92%, da fehlt noch was. Doi, dickes 3. Nett, nett, nett. Kann ich ihn nicht direkt killen? Vielleicht? Okay, ich will ihn killen. Touch the dickes. Oh Mann. Die Jungs und Mädels waren auch echt kreativ bei der Namensgebung ihrer Achievements. Muss man schon so sagen, wie es ist. Ja, warum da jetzt irgendwie ein Stück von ihrer Erdbeerschnitte irgendwo da an den Nippeln rumhängt, ist mir auch ein Rätsel, aber okay. Diese Höschen gehören dir, sag mir alles. Über das Höschen oder über das, was sie weiß? Okay, du hast irgendwelche Systeme gehackt. So siehst du auch aus. Klassischer Hacker. Mhm. Alles, was ich tun konnte, war, meine Panties da zu lassen, damit mich jemand findet. Ist klar, Mädchen. Ist klar. Kaufe ich dir sofort ab. Oh, Mann. Na klar, warum ist das ein Tentakel? Nee, du brauchst mir die Bewegung nicht 20 Mal vorzumachen. Alter, das Spiel. Was stimmt mit den Entwicklern nicht? Die brauchen gar nichts zu rauchen, die frühstücken einfach das Spiel. Super Sek... Was? Super Sekret 2. Oh komm. Unlock Spy. Hier haben wir alles. Searching Chikara. Shadow Kageyama. Bazookas, Machine Guns, Revolver, Flatness. Passt, das passt doch. Ich bleib mal beim Focus Shot. Und wir nehmen wieder den Speed-Glitch. Einfach, dass wir ein bisschen Abwechslung haben. Finde ich ehrlich gesagt am schwersten zu managen und wir... Was? Halleluja! Was ist denn... Was? Die ist hier mal vermint bis zum geht nicht mehr. Hau ab! Okay, aber ich muss da auch einfach rein nur in diese Minen. Das ist eigentlich ganz gut, dann kann ich die hier alle wegballern, bevor irgendwas passiert. Ja, Sergeant, dann gucken wir mal, ob du was gelernt hast. Hält die Knarre überhaupt richtig? Kannst du damit auch ballern? Willst du mal... Du willst doch bestimmt ein bisschen mit mir rumballern hier. Alter. Zu viele Gegner. Also eigentlich sind es nur 3, aber trotzdem. Da muss ich ja zählen. Das ist ja... Ist ein bisschen viel verlangt.
Fast reingefahren. Fast reingefahren. Nein, geh weg. Wow. Nein, und ich fahr zurück und fahr in den Gegner rein. Bin ich denn gestört? Ja, bin ich, aber trotzdem. Muss ich's nicht machen. Dieses Mal wieder ohne Strümpfe. Boah, geht doch weg. Noch keine nackten Füße gesehen, oder was? Wow! Da ist wieder super Gegner, super Power. Ich finde den ja schon ein bisschen lästig, den Ollen, und ich dachte, er schießt noch nicht. Ah. Surprise, doch tut er. Ich will kein Maximum Speed, ich will hier raus. Ah! Special Ready. Boah. Special Ready. Nein, hör auf mich zu lasern. Sagte sie und fliegt einfach in den Gegner rein, weil sie es kann. Oh, was? Okay, da war ich viel weiter oben, als ich gedacht habe gerade. Ich war noch ein bisschen weiter unten unterwegs, so in meinen Gedanken. Ja, okay, Boss-Time. Wir haben 83. Kann mir keiner erzählen, dass jetzt nichts passiert. Oh, warum ist denn die gepflastert? Weg mit dem Pflaster. Ich meine der Jacke, also ich meine allem. Machen wir einfach mal gleich doppelten Schaden. Als schönes. Oh, wir können ihn aber noch nicht killen. Warte mal, ich kann noch nicht. Ich kann noch nicht. Ich bin noch nicht bereit. Ah! Wo kommen jetzt die Minen her? Okay, ja, wir haben 100%. Go, go, go. Nicht immer hier in die Ecken rein. Weck mir den Drecksminen. Hau ab. DP Miner. Ja, kann sich sehen lassen. Sie weiß immerhin, wo der Abzug ist. Das ist ja schon mal was. Jetzt haben wir freigeschaltet. Milf. Okay, wir gucken uns aber mal Shadow Kageyama an. Hentai-Tentakel, warum bist du hier? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich nehme mal den hier und ich nehme die Bomben mit. Ach du Heilige, es kann ja nur noch verrückter werden. Warum sind die jetzt alle so übelst bombenmäßig vermint? Weck mir den Minen. Okay, Gegner, Gegner. Hosen, die gleich keine mehr sind. Mehr Gegner, weniger Hose. Boah, bis an die Zähne bewaffnet. Also ich, die wahrscheinlich auch. Sagen wir, sie kämpfen mit den Waffen einer Frau. Heavy Machine Gun. Was ist denn das hier immer?
46% erst. Jetzt schon Gegner? Oha, okay. Entweder wird das furchtbar übel, die hier auszuziehen. Oder hier geht noch irgendwas ganz anderes vor sich. Na klar, die Handschuhe, daran liegt's. Komm, natürlich, da ist auch noch was übrig. Das muss natürlich auch alles weg. Alles weg, alles muss raus. 92%. Oh, hier noch, hier noch. Ja, okay, da können wir ja auch direkt einmal alles draufschmeißen, was geht. Also ich glaube, die Bosse sind jetzt gar nicht mal so schlimm in den meisten Szenarien. Fand ich ehrlich gesagt einige aus dem ersten Teil schlimmer. Sneak Mothership. Das mit dem Sneaky müssen wir aber nochmal üben. Tentacle Secret Base. Oh Mann. Selbst du konntest mich lokalisieren und du bist ein Bär. Was hat denn das zu heißen? Das ist voll diskriminierend. Die armen Bären. Ich könnte was ganz anderes penetrieren als die Base, aber... Genau. We Spice Call Sneaky Pink. Keiner wird dich sehen, hm? Mit einem pinken Bike ganz bestimmt nicht. Ja, total sneaky. Oh Mann. Aber die haben wir jetzt eigentlich alle, bis auf Milf. Milf müssen wir uns mal noch angucken. Artificial Intelligence Manufactured. Milf. Okay. I will swat that free will of your meat body. Magnetic Shot? Okay. Das klingt kreativ. Was haben wir denn? Soll mal... Nehmen wir doch mal den Justice Laser. Are you ready? Okay, da ist jemand schon schön am Schwitzen. Du kannst dich auch einfach ausziehen. Ich meine, ist nicht so warm. Fangen wir doch einfach mit den Kniestrümpfen an. Reißverschlüsse sind aber auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ich weiß noch nicht ganz, ob das so sinnvoll ist mit dem Schuss, den wir hier haben. Mädchen zeigt Zähne. Nee, ich glaube eigentlich sabbert sie nur, aber hey. Es ist ein Anfang. Boah, ich muss sagen, ich mag den Doppelschuss hier. Mit dem Laser in dieser Magnetgun. Und warum braucht der Suit hier eigentlich Reißverschlüsse? Weg damit. Jemand hat die Nippel abgesägt. Warum? Aber Hauptsache mal Reißverschlüsse dran gemacht. Rocket launcher. Das kommt davon, wenn man zu viel über bestimmte Körperteile spricht. Wow, da war noch eine Mine. Kann ich hier irgendwie noch mal was kaputt machen, sag mal? Bin ja eigentlich nur noch am Rumfliegen.
Oder muss ich die Minen zerstören, damit ich mehr Sachen angehen kann? Oh mein Gott. Wow. Lass mich doch in Frieden ballern. Bitte. Ich weiß, wir sind zwar nicht am Ballermann, aber das Niveau ist, glaube ich, trotzdem das gleiche. Special ready. Da fliege ich wieder rein. Oh, wir haben 100%. Lüg mich doch nicht an, Spiel. Die ist doch überhaupt nicht nackig. General Dickes 4. Friss mein Laser. Okay, ich glaube, ich muss den mal. Oh! Ausmachen! Ist der jetzt Invis? Willst du mich verarschen? Hau ab. Und ich flieg rein. Weil ich doof bin. Wow! Nein, warum fliege ich da ständig rein? Komm. Dickes, du warst jetzt nie so das Problem. Komm, kill it with fire. Oh, wir haben aber... Wir haben aber kein Laser mehr. Nö. Wir haben den Gegner. Finish the Dickes. Nettes Achievement wie immer. Warum haben die alle zwei unterschiedlich farbige Augen? Und was ist das für ein Anzug, wenn er vorne offen ist? Oh, was? Was? Bonus Stage? Oha, jetzt wird's eklig. Du kannst mich nicht besiegen, ich bin ein Leader. Was? Das will ich sehen. Dann lead mich mal, führ mich mal dahin, wo du mich haben willst. Ui, okay, das wird gleich ein bisschen voller. Aber sie ist höflich und bedankt sich, das kann man doch... Heavy machine gun. Oh, fuck. Alter, nee, nee, das ist schon... Ich sehe das schon. Das wird ekelhaftig. Das wird jetzt der Gegner, ha? Scheiße. So, finaler Fight-mäßig. Ah! Was? Woran denn? Das Ding hat mich doch überhaupt nicht erwischt. Ach so, die kann zwar... Okay, und wie mache ich das? Okay. Nee, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Nein! Oh. Nein, geh weg! Oh nein! Das wird arg knapp, das wird arg knapp. Boah, lass mich doch leben. Wir haben aber erst 30%, die lebt noch. Alter, was? Ich habe kein Leben mehr. Okay, die kriege ich nicht gefinisht, das ist klar. So nicht. Das ist schon echt heftig. Ich bräuchte noch ein Schild vielleicht. Biggest Weapon of the Universe. Ich kann nicht mehr. Ich habe kein Leben mehr. Ich bin am Ende. Ich bin... Kann ich hier irgendwas machen? Die gehen mich ja gleich auch nochmal an, schätze ich. Ja. Nee. Das kannst du knicken. Das kannst du knicken. Das kannst du knicken. Das kannst du knicken, Mädchen. Das wird nichts mit uns beiden. Da komme ich nicht mehr raus. Da komme ich nicht mehr raus. Geh doch weg. Geh doch weg. Nein. Nein! Wie fies ist das denn? Wie fies ist das denn? Haben wir jetzt aber eigentlich... Nee, wir haben noch zwei übrig. Finish the game, finish the game.
Okay. Das heißt, wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen das hier irgendwie schaffen. Ich weiß nicht wie, aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach nochmal. Ich bin gespannt.